Ja, Jorge Mann, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands The Pre-Sequel. Wir machen Fränkisch. Wo müssen wir denn hin? Da irgendwo. Ah, Steuerpult. Oh. Okay. Das Signal kommt aus Crisis Gar. Das ist eine alte Dahl-Funkstation. Dort gibt's seit Jahren nichts als Gavs. Tja, scheint wieder zu laufen. Schalt es ab. Und Status-Update, ich werde nach wie vor beschossen. Wäre also cool, wenn du schnell machen würdest. Okay. Reise nach Crisis Gar. Achtung, Bürger von Concordia. Bis auf Weiteres wird die Stadt zu ihrer eigenen Sicherheit abgeriegelt. Keiner kommt rein oder raus. Das wäre alles. Okay? Verdammt, wie ist denn der Typ drauf? Hm. Das ist total frustrierend. Geh wieder zu Moxie. Die hat immer geheime Ausgänge. Klassiker. Okay. Ich werde gleich total ausflippen und hier alle umbringen. Falls du Moxie suchst, Mann, die ist nicht hier. Man wird hier kaum bedient, wenn sie in ihrer geheimen Werkstatt ist und an Hightech-Zeugs rumschraubt. Wenn ich noch wütender wäre, würde ich jetzt verraten, dass man reinkommt, indem man den Arm von dem einarmigen Banditen da drüben hochdrückt und den dann hochspringenden Zugangsknopf betätigt. Uff, das war knapp. Mein neuer Filterchip für innere Dialoge ist echt der Bringer, Freund. Der Filterchip für innere Dialoge. Okay. Bubbles and birds, bubbles and birds, bubbles. Oh, verdammter Servo, geh schon rein. Moxie? Ey, boah, was machst du denn hier? Was machst du denn hier drin? Sorry. Verdammt, ich hasse es, wenn man mich ungestylt sieht. Was willst du denn? Der Bürif hat die Stadt abgeriegelt. Weißt du, wie man trotzdem rauskommt? Ich weiß, wie es rausgeht, aber ich zeig's dir nur, wenn du mir versprichst, keinem zu sagen, was du hier gesehen hast. Versprochen. Machst du? Sehr schön, denn wenn du singst, müsste mein Sohn dich lebend im Staub verscharren. Was für ein Sohn? Was für ein Sohn? Moxie. Hey, hast du eine Quest? Hier geht's aus der Stadt raus. Ich hoffe, du findest das Signal. Und denk dran, leicht im Staub. Klassenmods sind spezielle Objekte, die eine große Bandbreite an Charakterstatistiken positiv beeinflussen können. Seltenere Klassenmods bringen auch Bonus-Skillpunkte. Also, ne? Wieso kann man mit dir nur reden, wenn man die Titten an... Ich meine, egal. Oh, da ist ein Ausrufezeichen. Moment. Moment. Diese verdammte Moxie verwässert ihre Drinks. Mein geliebtes Weib ist vor Stunden zu einer Fahrt aufgebrochen und noch nicht zurück. Sie ist noch da draußen, verirrt in der Dunkelheit. Nichts Schlimmeres. Finde meine Deidre und bring sie zurück in meine offenen Arme. Ich gebe dir ihre letzte bekannte Position auf dein Echo-Gerät. Zu denken, dass mein zartes Blütenblatt Gewalt leidet, von einer Horde wilder Streuner oder von wilden Tieren gefressen wird. Ich beschwöre dich und ich habe noch nie wen beschworen. Finde sie. Okay, machen wir. Oh, hey! Oh, hab dich kurz für Moxie gehalten. Sie ist abgezischt, bevor ich einen Deckel aufmachen konnte. Okay, oh, und wir haben einen neuen Skillpunkt. Skillpunkt. Als weiter da rein. So. Also, tschüss. Maxi, mit deinen wunderschönen Augen.
bin ich denn jetzt? Oh. Da ist eine Mission verfügbar. Hier? Naja, hier. Vorsicht, keine. Sorry, Bewohner von Elpis. Es muss sein. Was zur? Wow, woher wissen die? Ich melde mich wieder. Was war denn jetzt los? Der ganze verdammte Mond hat gebebt. Alles klar. Da schießt er mal kurz rein. Nun gut. Ja, das ist nicht so gut. Sarpedons Truppen haben das Auge der Helios unter ihre Kontrolle gebracht. Das ist ein Riesenlaser. Ein Riesenlaser? Ich muss mal eben austauschen hier. Was war die Sniper? Die? Nee. Ist doch noch eine andere, oder? Hä? Da. Poschka. Na gut, hocheffektiv gegen Schilde hat die natürlich, ne? Extra Elementarschaden. 10,8 die Sekunde. Egal, wir probieren das jetzt mal aus. Im Herzen der Raumstation. Sie zielt damit auf den Kern des Mondes. Keine Panik, aber sie versucht Elpis hochzujagen. Das ist eine Quest. Eine Öko-Kriegerin braucht deine Hilfe, um ein paar niedliche Tierchen aus einer giftigen Müllkippe zu retten. Ich bin Sybil, Führerin der Konkordianischen Befreiungsfront. Wir sind die kleinen Helfer von Mutter Natur. Und es gibt eine Spezies, die ist vom Aussterben bedroht und braucht dringend Hilfe. Ich schicke dir einen Satz Koordinaten auf dein Echo. Alles Weitere, wenn du vor Ort bist. Okay. Gut, aber habe ich denn jetzt, das ist wo? Hier irgendwo. Und die andere Quest? Die wäre da drüben. Also machen wir da erstmal diese, warum bist du? Was dann? Das ist ja. Ich meine. Hallo? Okay. Ah, das sieht doch hier im Wagen aus. Bitte durchsuche ihn rotigst möglich. Rotigst möglich? Ja, was soll ich denn da? Ich sitze im Wrack unseres Wagens fest, umzingelt von üblen Banditen. Wenn du diese Nachricht hörst, vergiss mich. Lebe in Freiheit. Leb wohl. Wie schrecklich. Ich erspähe keine Leiche. Vielleicht atmet Deidre ja noch und wurde nur in die Banditensiedlung in der Nähe verschleppt. Ich markiere dir die Position auf deinem Echo. Bitte, Kammerjäger, finde meine Liebste. Weile sie noch unter den Sternen oder schon im Himmel. Okay. Was ist das? Oh, 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 oh. Oh, oh.
Mist. Nun gut, da habe ich mich schön festgepackt. Was ist dann das hier? Wenn da die Banditenstation ist? Sorry, we are closed. Okay. Dann nicht. Es ist zu spät für uns! Ja, bedeutet, ich hatte noch viel vor! Da hat mich jetzt aber erschreckt, der gute Mann. War der Einzige, das kann ja nicht sein. Was ist denn das hier? Gehen wir doch mal rein. Wenn ich nahe komme. Was ist denn das? Wie kann ich denn das haben? Ich will das haben. Hast du Termin? Nein, ich habe keinen Termin. Wenn du an Mord denkst, dann denk an Markus Munition. Mord, Markus Munition. Ich könnte mal wieder verkaufen, ne? Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Ja, schrei mich halt noch mehr an. Okay, den verkaufe ich, verkaufen, verkaufen, das behalten wir, verkaufen. Schöne, die verkaufen wir jetzt aus, so. Ah, persönliches Tagebuch habe ich. Viel Glück. Was ist das? Das wäre also mein Angebot. Ich weiß, du bist ein amtlicher Burgess und alles, aber ich muss sicher sein, dass du mir nicht davonläufst, bevor der Job erledigt ist. Wer mich engagiert, zahlt nicht einfach für eine Söldnerin mit Knarre. Er zahlt für jahrzehntelange Erfahrung. Er zahlt für Professionalismus. Er zahlt für bedingungslose Loyalität der Mission gegenüber. Ja? Hast du das auch General Knox verzapft? Zu einer Mission zu stehen ist eine Sache. Zu Menschen zu stehen, eine andere. Wieso hab ich nur so Hunger? Oh. Ich mag es. Wow! Fantastisch! Hier die Birne! Ist sicher da. Der war gut. Blick mich jemand zusammen. Das ist ein Haufen Zeug. Bleib mal da. Wow! Du kannst mir nichts anhaben. Ich hab Halluzination. Meine Beine. Davon hat sich noch keiner erholt. Okay. Was ist das? Mondstein. Geil. Ich bin wütend wie ein Frosch in der Wollsocke. Begrab mich. Was? Wütend wie ein Frosch in der Wott? Wütend wie ein Frosch in der... Naja. Was auch immer. Achtung, Atmosphäre zur Atmung geeignet. Hier ist Tobias Teitelbaum von der Designabteilung. Die Muster von den O2-Tanks sind jetzt da. Die Farbe wirkt sehr gut. Der Kontrast ist spitze. Aber ich hatte eine andere Schrift geordert. Das liest sich jetzt mehr wie Oskid. Das müsst ihr wissen. Wenn es mein Geld wäre, ich würde alles nochmal machen. Das ruiniert alles. Ja, sie funktionieren trotzdem. Hallo? Hallo? What? Tobias. Wow, was soll das? Wieso killst du meine Männer? Und ist das meine Echo-Nachricht? Myron schickt dich, oder? Er wirkt nett, aber der Typ spinnt total. Ich wache nachts auf und er starrt mich an. Ich gehe Freundinnen besuchen und er folgt mir. Und an unserem Hochzeitstag wollte er, dass wir beide Selbstmord begehen.
Da wusste ich, ich muss weg. Deshalb habe ich meinen dramatischen Tod inszeniert. Wäre wohl am besten, Myron umzulegen. Nein, Myron hat wahnsinnig viel Verwandtschaft. Die würden sich rächen wollen. Aber ich habe einen Plan, Kammerjäger. Er ist durchgeknallt, aber er sollte Myron überzeugen, dass ich sowas von tot bin. Hilfst du mir? Klar, hört sich nach einer interessanten Mission an. Myron lässt mich nur in Ruhe, wenn ich tot bin. Also töten wir mich. Naja, meine missratene Zwillingsschwester Maureen. Myron weiß nichts von ihr und sie ist genauso gaga wie er. Sie ist aus dem Gefängnis ausgebrochen und versteckt sich in der Nähe. Finde sie, töte sie und zeig Myron ihre Leiche. Ganz einfach, oder? Na, ich weiß nicht, ob das so... Naja. Du bist noch hier? Mach dich los! Entschuldigung, mach doch allein der Zeug da. Ernsthaft? Mein Tod fingiert sich nicht von selbst. Ab die Jaha. Post! Ich lauf ja schon. Ich will aber auch mal gucken, was hier noch gibt. Was ist das? Burp, burp. Kann ich da was drücken? Nein. Okay, das war das eine. Schauen wir mal, ob wir da unten noch irgendwo hinkommen. Wow! Wow! Meine Eingeweide! Badass. Mein Mann hat einen Mondstein verloren. Eieiei. Okay. Badass waren ja immer, glaube ich, diese Superviecher. Da kann ich mich noch daran erinnern, dass sie ziemlich knackig wurden. Manchmal. So, das wäre jetzt wo? Mit der Schwester. Wo ist denn die Schwester? Da hinten. Das hier? Wäre da. Ja, machen wir erstmal das. Brauche ich aber erstmal irgendwo her wieder ein Auto. Gibt's hier ein Auto? Nein, kein Auto. Was höre ich denn hier? Nein. Nein. Dachte ich schon. Oh. Vielleicht nicht tun sollen. Einfach so angreifen. Was ist denn das da eigentlich? Das war nett. Okay. Wie komme ich hier rein? Ich will da rein. Komme ich da nicht rein? Das sieht doch aber so aus, als wäre da drin was. Ich komme da nicht rein. Na gut. Ja, da ist wenigstens mal Autostation. Nehmen wir doch mal ein Auto. Auto! Komm ich auch durch? Nee.
Gut. Na dann. Ah, mit dem krieg ich es auf. Was ist denn das? Ui. Mondstein? Cool. Das ist ja da immer drin. Geil. Geil, ich muss die alle finden und kaputt machen. Ah, anscheinend nur in den großen. Das? What is this? Wilhelm, Sie haben als einer der herausragendsten Söldner der Galaxis Berühmtheit erlangt. Aber auch Sie haben mal klein angefangen, oder? Führten ein Leben wie jeder andere auch. Was hat Sie auf den Weg zu hoher Gewalt gebracht? Welche Verkettung von Ereignissen hat dazu geführt, dass Sie nun hier vor mir sitzen und Ihre Autobiografie diktieren? Als Kind war ich gut im Kämpfen. Das war jetzt alles, oder? Wow. Bei 25.000 Frontenkrieg. Au. Bim, bim, bim. Kann ich da rein? Nö. Ja, kann ich schon, oder? Was bringt's, ne? Okay. Von da steig ich mir jetzt mal aus. Trollhütte. Warum nennt ihr sich denn Trollhütte? Nicht in die Augen! Ich hab gesagt, ich hack auf euch alle! Was ist denn das? Vorsicht! Ein drittes Vakuum! Machst mich erwischt! Was ich schon vorbereitet hab! Seh deine Knochen! Okay, alle kaputt jetzt hier? Alles klar. Macht das so ein Jump-Ding? Cool. Da oben ist ja auch was. Ich will da hoch. Wie komme ich da hoch? So. Wow! Wow! Okay. Achso, ich lebe ja noch. Badass war das. Komm, komm! Verlieren ist einfach keine Option. Was heißt hier, oi Blödmann? Wo ist denn? Badass! No! Und Schütze! Wie viel kommen denn da jetzt noch? Das nehme ich mit. Granatenmods. Granatenmod erhalten, okay. Huh?
nicht, wie man da hochkommen soll. Nun gut, muss ich aber auch nicht hin. Ich muss da irgendwie... dahin. Über das Piss-Off. Versuch's doch! Jetzt hab ich den Schild eingesetzt. What the fuck ist das? Oh! Irgendwas des Frosts. Wie komme ich denn da hin? Weiß keiner. Huch. Huch. Hier wieder rüber. Oder irgendwie rechts. Was zur Hölle war das? Oh, oh, oh! Hier rein. Wahrscheinlich. Dann gehen wir da mal rein. Halt, Mondbürger! Ich wurde erwählt, hier draußen zu stehen, weit, weit weg von allen anderen, um das Haupttor zur alten Kommunikationsanlage zu überwachen. Eine wichtige Aufgabe, denn ich darf niemanden durchlassen. Es sei denn natürlich, du bist Frischfleisch für den Rekrutierungstest. Ich muss rein. Dann beweise, dass du würdig bist, ein Mitglied von Red Valley Skiffbande zu werden. Ausgezeichnet! Dann mal los, Möchtegern-Gangmitglied! Ich briefe dich unterwegs! Wir führen einen blutigen Krieg gegen eine rivalisierende Gang, die sich Darksiders nennt. Bahne dir einen blutigen Pfad durch ihre Reihen und klau ihnen die albernen Prismen, die von ihren härtesten Kämpfern getragen werden. Falls du überlebst, kehr hierher zu mir zurück! Okay. Ach ja, hab ich ganz vergessen. Die Darksider überladen ihre Sprungpads gern. Das gibt extra Schub. Schieß auf die kleine Box an der Seite des Sprungbretts, dann kriegst du einen Boost. Okay. Ach so, wir müssen jetzt... Ah, okay. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis demnächst. Tschüss.